check this out. Moin zusammen. Ich habe für euch heute zwei Kameralüfter hier. Für die ZVE E1. Einmal von Smallrig. So. Und einmal von Ulanzi. Dabei testen wir heute einmal, beziehungsweise möchte ich mir einmal angucken, wie halten diese beiden Lüfter an meiner Kamera? Wie ist die Lautstärke der beiden? Und was können die sonst noch so? Wie viel Strom ziehen die beiden? Das wäre vielleicht nochmal ganz interessant. Und wie effizient sind sie? Wie lange halten sie meine Kamera kühl genug, dass sie durchhält? Beziehungsweise wie gut kühlen sie meine Kamera? Das möchte ich einmal in diesem Test herausfinden zwischen diesen beiden Lüftern. Warum habe ich nicht den Tilter genommen? Also es gibt noch den Tilterlüfter. Den habe ich explizit nicht dazu genommen, weil ich, erstmal gibt es dazu schon ein paar Reviews auf YouTube. Da wäre wahrscheinlich von mir jetzt, also zu den beiden gibt es wahrscheinlich auch schon ein Review. Aber von Tilter, wie gesagt, da gibt es auch ein paar Rezensionen auf Amazon, wo viele gesagt haben, der ist ihnen zu laut. Das erste, was mir bei beiden auffällt, positiv auffällt, wenn man sie in der Hand hält, das ist das Gewicht. Der Smallrig ist etwas schwerer als der Ulanzi, wenn man das jetzt einmal so entgegenhält. Beide sind aber aus Metall. Und zwar, wenn wir einmal gucken, nehmen wir mal unser Messer dazu. Tatsächlich, wenn wir mal gucken, überall Metall. Das heißt, der Skitter hier vorne, um den Lüfter zu schützen, das ist Metall. Das Gehäuse ist komplett Metall. Der Kühlkörper natürlich sowieso, der Knopf ist hier aus Plastik und wir haben hier hinten ein Pad dran, das ist wahrscheinlich so ein Wärmepad oder was auch immer, oder das ist halt nicht direkt auf der Kamera drauf rumkratzt, ich weiß es nicht. Es fühlt sich halt ganz normal an wie eine Gummi, wie so ein Gummipad. Dann beim Ulanzi, der ist ein bisschen anders aufgebaut, also einmal sehen wir hier schon das Federsystem, wo die Kamera nachher sich dran, also wo der Lüfter sich an der Kamera festhält. Und wir sehen auch, das ganze Ding ist ein bisschen kleiner. Also nicht kleiner, aber ein bisschen, ja, wie sagt man das, ein bisschen kompakter, finde ich. Er ist halt auch nicht so schwer, ne? Also im Gegensatz zu dem hier. Von der Dicke her sind sie ungefähr gleich, beziehungsweise ich habe gesagt, der Ulanzi ist sogar ein bisschen breiter. Aber, jetzt kommt das große Aber, der Ulanzi liegt, wenn man das hier einmal so schaut, der Ulanzi liegt nicht direkt am Kamerarücken auf. Er hat hier im Grunde eine Art Kammer, also eine Art Luftkammer, so würde ich sagen, Abstandshalter zum Kamerarücken oder zum Kamerabody. Und ich gehe mal davon aus, dass hier tatsächlich einfach nur der Lüfter mit der Luft das kühlen soll. Also dass er halt die Luft von außen dagegen haut. Wobei er hier, der Smallrig, hat tatsächlich einen Kühlkörper. Hier gibt es keinen aktiven Kühlkörper. Wir haben hier im Smallrig einen aktiven Kühlkörper drin, einen passiven Kühlkörper, der dann aktiv durch den Lüfter gekühlt wird und die Wärme wird wahrscheinlich dann hier drüber über diese aufliegende Fläche an den Kühlkörper übergeben und demnach soll es dann halt die Kamera kühler halten. Jetzt müssen wir nur gucken, bringt das was, diese Aufmachung des Smallrigs? Reicht es vielleicht auch aus, dass die Luft einfach dagegen pustet? Müssen wir schauen. Beide Lüfter werden per USB-C betrieben. Sie können nicht über den USB-C-Ausgang/Eingang der Kamera betrieben werden. Die hat wahrscheinlich zu wenig Leistung, als dass sie diese befeuern kann. Das heißt, ihr benötigt für diese Lüfter irgendwie eine externe Batterie. In meinem Fall kommt eine V-Mount-Batterie zum Einsatz von Smallrig, die hier oben auch genug Anschlüsse hat. Das heißt, hiermit befeuere ich die Kamera, den Lüfter theoretisch dann und auch meinen externen Monitor, der mit auf der Kamera drauf ist. Wie gut halten die, beziehungsweise wie werden diese beiden Lüfter eingeklipst und wie gut halten sie an der Kamera? Wir haben hier das gute Stück, die Kamera an sich. Damit das Ganze hält, muss der Display aufgemacht werden. Der kann natürlich dann auch nicht mehr geschlossen werden. Wir fangen mal mit dem Ulanzi an. Das heißt, wir klemmen jetzt diesen Ulanzi. Im Grunde ist, also das Prinzip ist immer das gleiche. Letztendlich wird dieser Federmechanismus, der hier bei dem Ulanzi einmal hier ist, und beim Smallrig ist es hier diese kleine, was auch immer das ist aber auch ein Federmechanismus, wird immer hier gegen die Scharniere des Displays von der Kamera gegengedrückt. Beim Ulanzi ist das so, ganz einfach, wir packen ihn hier gegen, drücken ein bisschen, schieben ihn rein und lassen los. So, und er ist jetzt hier
auf der rechten Seite eingehakt und auf der linken Seite, wie gesagt, hält er sich hier am Display-Dings fest. Ganz schön zu sehen, also wir gucken mal, der Display lässt sich weiterhin ohne Probleme ja, bewegen. Er lässt sich ja natürlich nicht schließen, aber ich kann ihn zumindest hier bewegen, auf und zu, beziehungsweise dass er halt, ne, dass ich ihn, wenn ich jetzt einen Rig habe, dass ich ihn zumindest so an der Seite habe und er nicht die ganze Zeit nach außen stehen muss, was ich ganz gut finde. Ansonsten, wenn wir einmal gucken, er fällt auch nicht raus. Hier wackelt auch nichts, also der sitzt fest. Das kurz zum Ulanzi. Also wirklich fest, braucht man keine Angst haben, dass der irgendwie mal rausfallen sollte bei der Produktion, beim Filmdreh, Videodreh, was auch immer. So, nehmen wir den mal wieder raus. Dann zum Small Rig. Beim Small Rig gleiches Spiel wie beim Ulanzi. Wird hier reingeklemmt. Hier müssen wir darauf achten, dass dieser Mechanismus hier tatsächlich in die Mulde der Scharniere geht. Ne, wo man das, wie man das hier so sieht, dass das halt hier direkt reingeht. So. Wir drücken hier wieder ein bisschen, machen das runter und er ist drin. Er ist fest. So, und hier gleiches Spiel wie beim Ulanzi, bombenfest. Und ich würde sogar behaupten, dass der Small Rig, auch wenn das halt hier ein bisschen kleiner ist, der Federmechanismus, dass der Small Rig tatsächlich fester sitzt. Also für mein Empfinden, das kann auch an der Gummimatte oder an dieser Wärmeleitpad, was auch immer das da ist, daran kann das liegen, dass er halt nirgendwo hin herrutscht wirklich. Auch bombenfest. Also bei beiden Lüftern brauchen wir uns keine Sorge machen, dass der irgendwie mal rausfällt. Selbst wenn ich hier schüttel, fällt hier nichts raus. Wirklich super. Hätte ich gar nicht gedacht, muss ich ganz ehrlich sagen, dass die so gut halten. Das Einzige, das testen wir nochmal mit dem Monitor hier. Das Einzige, was mich beim Small Rig so ein bisschen stört, ist, dass es fühlt sich ganz leicht ungesund an, wenn ich den Monitor hier hoch machen will. Das heißt, ich hatte beim Der Ulanzi hat hier extra eine Auskerbung drinne, damit ich den Monitor tatsächlich, dass der nirgendwo gehen kommt und ich den hoch und runter machen kann, so wie ich ihn halt brauche. Ne? Da hat Ulanzi tatsächlich gut mitgedacht. Beim Small Rig liegt das natürlich jetzt direkt in dieser Mulde, wo dieses Kamerascharnier reingeht, wenn ich ihn jetzt zuklappen möchte. Und ich drücke jetzt im Grunde mit diesem Scharnier, mit diesem Kamerascharnier, drücke ich jetzt gegen diese Feder. Und ich weiß nicht, wie gut dieses Scharnier gebaut ist, dass es diesen Druck ab kann. Wenn ich das jetzt so zuklappe, klar, wenn ich jetzt so habe, wird nichts passieren, aber es fühlt sich, wie gesagt, man merkt diesen Widerstand, man merkt, dass das hier halt nicht so richtig, ja, warten wir kurz, dass der Träger vorbei ist. Also man merkt hier diesen Widerstand. Wie gesagt, muss jeder für sich selber wissen, oder man weiß vielleicht, okay, das hält das locker aus, kein Problem, das weiß ich jetzt nicht, wie gesagt. Für meines Erachtens aber, mich stört das jetzt nicht so. Okay, ich habe hier diesen leichten Widerstand. Wie gesagt, wenn ich hier irgendwie merken sollte, dass das irgendwie rausgedrückt wird, aber ich sehe jetzt nicht, dass da was passiert. Sollte man aber wissen, falls man natürlich sehr gut auf seine Kamera aufpassen möchte und kein Risiko eingehen möchte. Nichtsdestotrotz ist das natürlich nur ein kleiner Teil, also ein kleiner Negativpunkt, wirklich sehr kleiner. Wie gesagt, das Wichtigste ist natürlich einmal Lautstärke und auch einmal die Performance, die Kühlung, die Kühlleistung. Gucken wir uns jetzt einmal die Stromzufuhr an. Das heißt, Kamera packen wir mal kurz zur Seite. Ganz großer Unterschied zwischen diesen beiden Lüftern ist, dass der Ulanzi hat also einen verbauten Akku. Wenn ich jetzt hier gedrückt halte, den Knopf, geht der Lüfter an. Na, wenn ich jetzt nochmal drücke, da läuft der Lüfter. Man kann diesen Lüfter auch tatsächlich ohne externe Stromzufuhr nutzen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange dieser Lüfter hält, also wie lange dieser Akku hält, aber dieser Display ist schon ganz nett gemacht. Ich habe jetzt hier Stufe 0, Stufe 1, Stufe 2, wird mir hier drauf angezeigt. Wir haben Stufe 0, Stufe 1, dann haben wir die Akkuanzeige und wir haben hier die Cam-Temperatur. Ich weiß nicht, wie er die Temperatur misst. Er zeigt mir jetzt hier an 26 Grad, 25 Grad. Ich weiß nicht, woher das kommen soll. Hier unten ist ein Sensor, so wie das Ganze aussieht. Und dieser Sensor wird wahrscheinlich die Temperatur messen, von der Oberfläche, wo das drauf zeigt. Jedenfalls, wie gesagt, sind hier nicht gezwungen, tatsächlich irgendwie eine externe Stromzufuhr uns herzustellen bzw. uns anzuschaffen, sondern wir können, wenn wir diesen Lüfter im Voraus auch aufladen, ihn auch so nutzen. So, Stufe 2, Stufe 0 und jetzt machen wir das Ganze wieder aus. Genau. Das ist tatsächlich, finde ich, ganz cool, eigentlich ganz cool gelöst. Das erklärt jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen, warum hier kein passiver Kühlkörper verbaut ist
und der Lüfter direkt auf die Rückseite der Kamera pustet, hat so seine Vor- und Nachteile. Ich weiß nicht, ob ich nicht denn doch lieber so einen bevorzuge, wenn ich, weil ich das Ganze ja seriöser angehen möchte, wenn ich tatsächlich einen Dreh mit der Kamera habe, wo ich ja im Grunde mich darauf verlassen muss, dass die mindestens eine Stunde durchhält oder eineinhalb Stunden, was auch immer, oder sogar bis Drehende, dann wäre es mir dann doch lieber, also ich habe ja dann die großen Batterien dabei und weiß ich was alles, oder beziehungsweise irgendwie eine externe Stromzufuhr, wenn es eine Powerbank ist, das wäre mir im Grunde dann wahrscheinlich lieber, wenn die Kühlleistung dann hier deutlich besser ist als bei Ulanzi. Das muss dann aber auch jeder für sich selber entscheiden. Wir kommen jetzt einmal zum Lautstärketest. Für den Lautstärketest habe ich mein Schallpegelmesser mitgebracht. Wir machen jetzt das Ganze mal an und fangen mit dem Small Rig Lüfter an. So, wir legen das mal hier hin. So, Stromanschluss hier. Stromanschluss da. Alles klar, also der Small Rig liegt bei Stufe 1 bei 55 Dezibel und bei Stufe 2 bei 65 Dezibel. Also wir sind hier 10 Dezibel im Grunde lauter als bei Stufe 1. Wir gucken mal, das ist jetzt natürlich, wenn das Teil direkt daneben liegt, also der Schallpegelmesser. Jetzt gucken wir uns mal an, wie der Orlanzi im Grunde pustet, beziehungsweise wie laut er ist. Dazu das gleiche Setup hier nochmal und wir machen ihn mal an. Alles klar, also der Ulanzi liegt bei, im Grunde ist deutlich leiser als der Small Rig. Wir liegen hier, ich gucke mal schnell mal auf meinen Zettel, wir liegen hier im Grunde Stufe 1, Small Rig 55, Ulanzi 46 und Stufe 2 hat der Small Rig 65 Dezibel und der Ulanzi liegt bei 51. Also selbst in Stufe 2 liegt der Ulanzi niedriger als der Small Rig. Ja, jetzt kommt es im Grunde auf die Leistung, auf die Kühlleistung drauf an. Das bringt mir alles nichts. Also leise, er ist wirklich leise, okay. Aber es bringt mir halt nichts, wenn er leise ist und nicht kühlt. So, als nächstes gehen wir oder schauen wir uns einmal den Stromverbrauch an. Wie viel Watt verbraucht denn überhaupt so dieser Lüfter? Das heißt, wir haben hier unsere Small Rig V-Mount Batterie. 6800 Watt, glaube ich, Wattstunden müssten das sein. 99 Watt Ausgangsleistung, soweit ich weiß. Das stand auch irgendwo drauf. Naja, so, und was wir jetzt machen, wir packen das mal rein. Hier ist ein kleiner Display, der mir dann ganz genau sagt, wie viel eigentlich hier an Output ist. Und ja, dann gucken wir mal, wer jetzt hier was verbraucht. So, als erstes der Ulanzi diesmal, okay. Wir haben jetzt im Standby-Modus, gut, jetzt lädt er natürlich, und wir haben jetzt 2,7 Watt. Schalten wir das Ganze ein, sind wir bei Stufe 1 und wir verbrauchen 3,3 Watt. Okay, und Stufe 2. Ja, ist auch eingestellt. 3,4, gar nicht mal so viel mehr. Wahrscheinlich das meiste wird jetzt hier dran liegen. Also 3,4 Watt bei 5,2 Volt. 5,1 Volt, okay. Wahrscheinlich liegt der größte Stromverbrauch daher einfach, dass wir den Akku laden. Was hatte ich gesagt? Mit 2,7 Watt laden wir den Akku im Grunde und der Lüfter zieht sich das natürlich aus dem Akku. Und jetzt auch zum Teil, so wie es aussieht, aus der Batterie. Ja, das heißt, wir haben beim Ulanzi einen Mindestverbrauch von 2,7 Watt. Dadurch wird dann der Akku geladen, auch auf Stufe 0. Und einmal auf 3,4 Watt, beziehungsweise 3,1 Watt, Stufe 2 und Stufe 1. Okay, nochmal eine kurze Ergänzung. Also, was mir gerade aufgefallen ist, ist, dass der Lüfter schneller sich dreht, beziehungsweise ja, schneller ist, wenn er eine Stromzufuhr hat. Also wir haben tatsächlich mit Batteriezufuhr nochmal eine stärkere Leistung beim Ulanzi als mit dem eingebauten Akku. Das heißt, im Vergleich nachher
zwischen den beiden, ich meine, das hätte ich jetzt so oder so gemacht, was die Kühlleistung angeht, werden beide im Grunde über die Batterie laufen, dass beide die gleichen Voraussetzungen haben. So, jetzt gucken wir uns als nächstes aber erst einmal den Small Rig an und schauen uns an, wie viel Strom der ganze Junge braucht hier. So, das Ganze im Idle, ohne dass das an ist. Wir haben jetzt nur die rote LED an, sind wir schon bei 1,8 Watt mit 9,1 Volt. Jetzt machen wir ihn einmal an. Und wir haben jetzt hier einen Stromverbrauch von 16,3 Watt bei 9,3 Volt. Beziehungsweise 16 Watt, sagen wir mal. Okay. 16 Watt, das ist natürlich schon deutlich mehr als der andere. Stufe 2, da liegen wir bei 16,4 Watt. Das heißt, wenn ihr diesen Lüfter nicht verwenden wollt und ihr müsst eure Batterie den ganzen Tag irgendwie einplanen, dann würde ich euch immer raten, dass ihr tatsächlich die Kabel rauszieht, weil wir hier immer einen Idle-Verbrauch haben, der beim Ulanzi höher ist, solange wir zumindest den Akku laden. Das heißt, wir haben hier auch wieder einen klaren Gewinner, was erstmal zahlenmäßig angeht. Das heißt, der Ulanzi verbraucht deutlich, deutlich weniger Leistung. Wobei er im Idle, dadurch, dass er den Akku lädt, 2,7 Watt verbraucht und auf maximaler Stufe 3,4, Stufe 1, 3,3, da nimmt sich immer nicht viel. Auch nachher beim Small Rig nimmt sich zwischen Stufe 1 und Stufe 2 im Grunde, ja, das ist zu vernachlässigen, was da an Verbrauch ist. Beim Small Rig haben wir tatsächlich im Idle nur 1,8 Watt, was ganz gut ist, und bei Stufe 1 allerdings ganze 16 Watt, also im Gegensatz zum Ulanzi 3,3 und 16 Watt. Das ist natürlich die Frage, der Ulanzi hat natürlich diesen eingebauten Akku. Das heißt, er wird sich ja irgendwo intern dort die Leistung ziehen, die er braucht. Von daher 16 Watt, 3,3 Watt. Eingebauter Akku. Ich gehe mal davon aus, dass es daran liegt, dass der Akku einfach, wie gesagt, nur mit 2,7 laden kann, wir dadurch nicht mehr machen und der Lüfter sich die ganze Energie eigentlich aus dem eingebauten Akku zieht. Der nächste Test ist tatsächlich jetzt der wichtigste von allen, die Kühlleistung. Wie lange halten wir durch? Dabei möchte ich testen einmal 4K30 Bilder pro Sekunde, 4K60 Bilder pro Sekunde und einmal noch 4K120 Bilder pro Sekunde, weil die Kamera das ja auch leisten kann. Und da möchte ich jetzt einfach mal, wie gesagt, die Zeit messen und schauen, wie lange kann ich damit aufnehmen. Das ist einmal für mich auch ganz interessant, weil ich habe schon so ein paar Shootings vor, wo ich auch mal eine Stunde, Stunde 30 aufnehmen muss. Und da wäre es natürlich für mich ganz interessant, hält 4K30 tatsächlich bei der Kamera gut durch. Vielleicht sogar 4K60, wie lange kann ich damit aufnehmen und wie lange kann ich mit 4K120 aufnehmen mit den Lüftern. Werde ich jetzt die Tests vorbereiten und etwa kommen die jetzt in einem zweiten YouTube-Video, weil das ja doch alles ein bisschen länger dauert, oder ich mache sie noch in dieses Video. So, 2 Tage habe ich jetzt gebraucht für die Tests, natürlich nicht durchgehend, aber mit ausreichend Abkühlungszeit und natürlich noch ein bisschen Privates brauchte ich jetzt im Grunde 2 Tage, um die Tests so durchzuführen, wie ich sie mir vorgestellt habe, beziehungsweise wie ich sie geplant habe. Ja, das Ergebnis tatsächlich ist doch recht überraschend für mich. Also mir war schon klar, der Small Rig müsste eigentlich besser kühlen als der Ulanzi. Allerdings, dass es doch dort, was die Kühlleistung angeht, doch ein paar, ja, größere Unterschiede gibt, hätte ich jetzt auch nicht vermutet. Also hätte ich jetzt nicht gedacht. Nichtsdestotrotz, beide Kameralüfter haben ihre Daseinsberechtigung, sprechen jeweils verschiedene Einsatzszenarien an. Ich gehe gleich mal darauf, nach den Testergebnissen gehe ich mal darauf ein, welcher Lüfter vielleicht für wen interessant sein könnte. Auf jeden Fall, ich werde beide behalten, da ich 2 Kameras habe. Einmal den, so vorweg schon mal, der Hochleistungslüfter und einmal der ziemlich universell einsetzbar ist, beziehungsweise der auch sehr, ich sag mal, mobil einsetzbar ist, so als eine Art Backup, zum Beispiel für die 2 Kamera, die jetzt nicht im Grunde so stark gekühlt werden muss. Erstmal das Testsetup. Die ZVE E1 stand auf einem Stativ, wurde durch eine externe Stromversorgung mit Energie beliefert. Das heißt, ich habe nicht einen internen Akku verwendet in der Kamera, sondern ich habe hier halt so eine Dummy-Batterie, Dummy-Adapter, was auch immer,
ein externes Gerät. Also im Grunde das Gleiche, was ich ja auch mit meiner V-Mount-Batterie nutzen würde. Das habe ich jetzt halt bei mir so ein bisschen, wie gesagt, auf Real-World-Szenario habe ich das jetzt angepasst. Ja, bei mir ist es wirklich so mit der V-Mount-Batterie und dann, dass ich da wirklich durchpowern kann. So, ansonsten 85 mm Objektiv nur noch mal rauf. Ne? Das ist also das Objektiv an sich, falls es ja auch ein bisschen Hitzestau hier an den Seiten verursacht, was auch immer, keine Ahnung. Also wir wollten das ja schon, ich wollte es so echt wie möglich halt handhaben. Stand auf dem Stativ drauf und lief einfach durch. Die Ergebnisse sind wie folgt. Also ohne Lüfter bei 4K30 hat diese Kamera 1 Stunde 21 durchgehalten. Die SD-Karte 128 GB hätte 1 Stunde 53 aufnehmen können. 4K60 haben wir hier 22 Minuten und 50 Sekunden durchgehalten, beziehungsweise bevor die Kamera sich durch den Überhitzungsschutz ausgeschaltet hat. 4K120p können wir mit dieser Kamera 11 Minuten 48 Sekunden. Das war die maximale Zeit, wo wir mit dieser Kamera in 120p im Grunde bei 4K aufnehmen können. Beide Lüfter liefen auf Stufe 1. Ich habe jetzt nicht die Stufe 2 eingeschaltet. Der Ulanzi lief mit 4K30p, lief die Kamera in Kombination mit dem Ulanzi 1 Stunde 53. Also tatsächlich, die Speicherkarte war voll und die Kamera hat dann nicht mehr weiter aufgenommen. Das heißt, wir haben hier, lass mich einmal schauen, was habe ich auf meinem Zettel stehen, wir haben hier maximal 43, 44 Grad gehabt nach fast 2 Stunden. Wenn der Lüfter hier oben 45 Grad anzeigt, ob das jetzt echte 45 Grad sind, weiß ich nicht. Ich habe jetzt kein Thermogerät hier irgendwie nur was zu sehen. Aber bei 45 schaltete sich die Kamera nachher im Laufe der anderen Tests ab. Also so um die zwischen 45, 46 Grad Außentemperatur auf der Rückseite hat sich die Kamera immer abgeschaltet. Das heißt, hier waren wir nach 2 Stunden 44 Grad. Wir hätten wahrscheinlich noch ein bisschen gekonnt. Als nächstes 4K 60 Bilder pro Sekunde. Hat der Ulanzi unsere Kamera so gut kühlen können, dass wir 53 Minuten aufnehmen konnten. 4K 120 Bilder pro Sekunde haben wir im Grunde nicht das Doppelte, aber wir haben gute 20 Minuten und 12 Sekunden mit der Kamera aufnehmen können. Das heißt, wir haben hier tatsächlich allein durch den Ulanzi-Lüfter, der nicht direkt hinten auf der Rückseite auffliegt, nur durch die kühle Luft schon gut was rausholen können. Das heißt, 4K30, 2 Stunden kein Problem, 4K60 fast eine gute Stunde, kann man damit rechnen. Und 4K 120 kriegen wir fast 10 Minuten mehr, beziehungsweise von 12, fast 12 auf 20 Minuten, 8 Minuten plus gemacht, ist in Ordnung. Das heißt, man weiß, was man da kriegt. Die Lüfter funktionieren tatsächlich. Da war ich auch mal ein bisschen skeptisch, ob das wirklich so funktioniert, weil er ja irgendwas nur gegen das Gehäuse pustet. Aber ja, das war jetzt im Grunde der Ulanzi-Lüfter. Dann war ich auf jeden Fall gespannt, was kann der Small Rig? Und der Small Rig, das war wirklich beeindruckend. Der Small Rig lief genauso wie beim Ulanzi, 4K 30 Bilder pro Sekunde, haben wir 1 Stunde 53, das heißt, wir haben die Speicherkarte voll gemacht, bevor die Kamera ausging, beziehungsweise bevor die Aufnahme ausging. Ganz interessant war, der Lüfter, wie gesagt, Stufe 1 und ich habe ihn danach abgemacht und mal hier hinten mal angefasst, ob das da irgendwie warm ist oder so, es war eiskalt. Die Rückseite der Kamera war eiskalt. Beim Ulanzi war die Rückseite halt normale Zimmertemperatur. Übrigens, Zimmertemperatur war 22 Grad gewesen, also für die Testumgebung. Bei 4K 60 Bilder pro Sekunde hielt tatsächlich der Lüfter bzw. die Kamera 1 Stunde 18 durch. Aber dazu sei gesagt, die 128 GB waren voll. Das heißt, die Kamera hat sich nicht ausgeschaltet wegen Überhitzung, sondern die Aufnahme hat gestoppt, weil die 128 GB SD-Karte voll war. Dann 4K 120p konnten wir ganze 32 Minuten und 57 Sekunden aufnehmen. Das heißt tatsächlich fast ganze 33 Minuten anstatt ohne Lüfter 11 Minuten, also fast 12 Minuten, runden wir es mal auf, anstatt 12 Minuten 33 Minuten. Und das ist schon ziemlich krass. Also wir haben hier auch nochmal 13 Minuten mehr als beim Ulanzi. Das heißt, performancemäßig ganz klar der Gewinner. Ja, und damit endet mein Test und auch mein Vergleich. Das heißt, ich bin vom Small Rig angetan, beziehungsweise ich finde ihn wirklich sehr gut. Lautstärke war auch in Ordnung gewesen. Wie gesagt, er ist ein bisschen lauter als der Ulanzi, aber die Kühlperformance ist hier wirklich fast doppelt so gut, beziehungsweise, naja, nicht ganz, aber fast doppelt so gut. Deswegen nochmal zu meiner Aussage von vorhin.
wen kann ich was empfehlen? Also ich behalte beide. Das heißt, das ist mein High-Performance-Lüfter, den ich wirklich an meiner ZVE 1 nutzen werde, wenn ich weiß, okay, ich müsste was Längeres aufnehmen, ich habe noch ein bisschen was vor oder es ist auch warm draußen, was auch immer. Wenn ich weiß, ich kann es mir nicht erlauben, ich brauche was wirklich Gutes, beziehungsweise was Leistungsstarkes, dann kommt der an die Kamera. Der Lüfter wird immer in meinem Kamerarucksack drinne bleiben oder auch an meiner Zweitkamera, jetzt in dem Fall hier die Sony A7 IV, weil ich finde ihn als Allrounder wirklich am besten. Also ich finde ihn tatsächlich praktischer und preis-leistungstechnisch würde ich auch sagen, ist er der Gewinner. Also er ist der Small Rig ist der Leistungsgewinner. Er ist einfach, er gibt euch die beste Kühlung, wenn ihr das braucht. Und letztendlich meine Kaufempfehlung würde wahrscheinlich auf den Ulanzi gehen, weil ihr kriegt hier tatsächlich, wie gesagt, 4K 30p, gar kein Problem fast. Ihr könnt da 2 Stunden locker mit aufnehmen. Genauso mit 60 Bilder pro Sekunde, 120 Bilder pro Sekunde, ihr könnt damit ausreichend aufnehmen. Er kühlt die Kamera ausreichend. Ihr habt den verbauten Akku, ihr habt diesen kleinen Display hier, der euch sagt, wie warm ist jetzt die Kamera. Was ganz gut ist, weil wie gesagt, wenn hier 45 Grad drauf steht, dann wisst ihr, oder wenn es Richtung 45 geht, dann wisst ihr, okay, jetzt ist hier bald Schluss, ich muss mich darauf einstellen. Das ist wirklich sehr hilfreich. Bei dem Smorik-Lüfter konnte ich jetzt nie sagen, wo sind wir jetzt temperaturtechnisch? Sind wir jetzt kurz davor, dass sie ausgeht? Hält sie noch viel länger durch? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Das Teil kostet, ich glaube, ich habe bezahlt für, das ist 30, 39 Euro, 40 Euro ungefähr sein. Wie gesagt, Smorik ungefähr 80 Euro. Ja, also ihr zahlt hier die Hälfte weniger, habt einen verbauten Akku, habt den Display, ansonsten 2 Stufen wie der Small Rig. Lautstärke ist ein bisschen geringer. Ja, mehr kann ich dazu nicht sagen. Beide sind empfehlenswert, wie gesagt. Beide haben so, ich würde sagen, ihre unterschiedlichen Nutzergruppen, ihre unterschiedlichen Zielgruppen. Und ihr müsst einfach entscheiden, was ist euch wichtiger. Braucht ihr vielleicht immer das Beste vom Besten, dann ist es der Small Rig, wenn ihr wirklich die beste Kühlung wollt. Wollt ihr wirklich was haben, was ihr auch mal ohne V-Mount-Batterie, ohne externe Strumpfzufuhr, dass ihr das schnell rausholt, oh, ich brauche das jetzt, mach's ran, fertig ist, dann ist es der Ulanzi. Also ihr könnt mit beiden nichts falsch machen. Ihr müsst jetzt für euch entscheiden, was ihr bei euren Filmen oder bei euren Shootings so braucht. Und das ist der Test zu den beiden Kameralüftern, Smallrig Ulanzi. Lasst mir doch mal einen Kommentar da, ob ihr vielleicht schon einen Kameralüfter habt, ob ihr euch überlegt, ob ihr einen braucht. Vielleicht auch wart ihr euch nicht sicher mit der Sony ZVE-1. Dass ihr die vielleicht auch kaufen wollt. Ihr wart euch vielleicht noch nicht sicher wegen den Überhitzungsgeschichten, die ja so kursieren. Gerne auch Feedback, wie ihr das Video fandet. Das ist jetzt mein erstes, wirklich so ein Review-artiges Video. Ja, damit danke ich euch, dass ihr so lange noch dran wart, dass ihr eingeschaltet habt. Und lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat, das Video. Falls es euch nicht so gefallen hat, falls irgendwas zu lang war, lasst einen Daumen nach unten da. Dann wäre ich aber für Feedback ganz dankbar. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann.